Hallo und herzlich willkommen vom mittlerweile siebten Part von meinem Let's Play zu Hitman Absolution. Ja, wir haben jetzt mittlerweile schon halb zwei und ich bin auch schon müde eigentlich, aber ich habe gedacht, ich mache heute nochmal einen Part, weil ich nicht weiß, ob ich morgen dazu komme oder nicht. Die Ohren auf. Ich gebe grünes Licht für die Operation. Ich will 47 Schädel auf einem Silbertablett serviert. Sir, denken Sie nicht, wir sollten uns zuerst darum kümmern, das Mädchen zurückzuholen? Nein, Jade. Zuerst wird der neutralisiert, der diese Lage zu verantworten hat. Er wird wissen, wo sie ist. Glaub mir. Kriegen wir 47, kriegen wir auch das Mädchen. Wir dürfen auf keinen Fall versagen! Schicken Sie die... die Saints. Tyler dir von seinem Plan erzählt? Wir schnappen Dexter die Kleine vor der Nase weg und verkaufen sie selbst. Hey, Tyler ist sogar schon mit der Konkurrenz in Kontakt. Wir reden hier über einen sechsstelligen Betrag. Verdammt! Mr. Dexter ist niemand, mit dem man sich anlegen sollte. Ja, bei diesem Level muss ich gestehen, dass ich das noch nie irgendwie leise gelöst habe. Und ich auch keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll. Hey, wie geht's dir, Mann? Hey, wie geht's deiner Mutter? Tut mir leid, Sir. Wir haben geschlossen. Vielleicht für immer. Ja, für die, die es interessiert, ich habe mir auch gerade Dead Space 3 vorgestellt. Ja, das wird wahrscheinlich dann mein nächstes Let's Play werden. Das ein oder andere Mal werde ich dann auch mit The German Gaming Guy zusammenzocken, denke ich. Und ich kann euch versprechen, dass wenn das so wird, wie sonst immer, wenn wir zusammenzocken, dann habt ihr eine Menge zu lachen. Eigentlich brauche ich gar nicht schießen. Dann wird zumindest der Kill mal leise. Wobei mittlerweile ja auch wieder unsere Ballers haben mit dem Schalldämpfer.
Wenn ich ehrlich bin, sehe ich mich jetzt schon wieder failen. Wobei die letzten beiden Teile ja ganz gut liefen eigentlich. Willst du das echt machen, Earl? Ich meine, du machst dir ja echt keine Freunde, wenn du dich mit Lenny und seinen Jungs anlegst. Außerdem, hast du nicht auch so eine Absprache mit denen? Du weißt schon. Gute Alte, ich schau gerade in dir. Okay. Ich hoffe, das zählt als leise, weil... Aber das läuft schon wieder fast zu gut. Es tut mir auch ein bisschen leid für euch. Es ist bestimmt ein bisschen langweilig, aber... So, wo kann man denn hier eine Leiche verstecken? Scheinbar gar nicht. Okay. Oh oh. Immer diese Polizisten hier rumlaufen. Und nichts anderes zu tun. Stehen da an der Werkstatt. Das war ein Unfall, dafür kann ich nichts. So, am besten ziehe ich mich jetzt mal als Polizist an vorher. Damit ich mich gleich frei bewegen kann. Das könnte es ein bisschen leichter machen als das letzte Mal. Ich bin mir fast sicher, dass da mal Schalldämpfer drauf waren. Und das sind auch, meine ich, nicht meine Ballers. Naja. Egal, lassen wir das erstmal so stehen. Wobei Waffen mit Schalldämpfer natürlich besser wären. Aber ich hoffe ja, dass ich die nicht brauche. Kann man noch. Ich glaube, der eine kommt auch gleich hier runter. Ich hole mir mal gerade ein anderes Kostüm. Weil als Friseur kann man sich hier drin nämlich ungestört bewegen.
Weil es gibt nur einen Friseur. Also mich jetzt in dem Fall. Schöner Tag, oder? Ich meine, der Kerl müsste auch gleich da runter gehen. Ja, guck mal, da kann ich was sabotieren. Oder nicht? Wie sieht's aus? Da geht bestimmt was. Bei dem Krach, der hier kommt, geht da mit Sicherheit etwas. Irgendwas blitzt hier ganz gewaltig. Und ist das eine Kante? Da würde man oben reinkommen. Das habe ich so noch nicht gesehen. Irgendwas muss hier aber... Ah... Da stand gerade was von Kabel abziehen, ich hab's genau gesehen. Braucht man sogar Werkzeug zu. Oh, was rennt der Kerl weg? Ich renne nicht. Halt die Schnauze. Alles klar. Wie sagt man so schön? Leg dich nie mit deinem Friseur an, wenn dir was an deinem Hals liegt. Okay, legen wir los. Ja, da war was, ey. Warst du nicht mal mit meiner Schwester zusammen? Dann ist es auf dem Weg zum Friseurladen. Dann müssen wir dem mal gerade hinterher. Hey, hey, Finger weg von der Pizza. Die ist nur für Lenny. Sie wissen schon. A la Chicago. Yeah! Weißt du, so grüßen wir uns unten. Unten in Chicago. Ja. Sie. Weißt Sie, du, wie wir uns Sie sind begrüßen? Nicht grad gesprächig, was? So, stecken wir den erstmal. Leichen in der Nähe hin oder her. Hey, hey, du! Moment mal! Was wollte ich noch sagen? Ach ja, fick dich, das war's. Wie gut, dass ich sie dafür alle umbringen werde. Noch eine super scharfe Soße, kommt sofort. Der soll jetzt nochmal dagegen pinkeln. Hey, du! Schönling! Komm her, komm her! Ja, du bist gemeint. Oh, wie gern würde ich dir jetzt eine überziehen, ne? Das glaubst du gar nicht. Aber wir machen das heute mal leise. Gut, ich muss zugeben, ich versuche das immer leise zu machen. Es gelingt nur nie. Rufen.
Am liebsten würde ich jetzt hier einfach alle galt machen. Jetzt zum Explodieren. Kann ich ihn einfach mal da drauf schubsen? Der hat doch bestimmt nur eine Kippe in der Hand. Ah, da hinterm Ohr. Ich bezweifle, was die an ist. So viele Zeugen. Mach einen falschen Schritt, dann geht's ab. Hey Luke, was geht ab? Geh mal weiter. Oh, lautloser Killer. Sowas ist man von mir ja gar nicht gewohnt. Jetzt schaffen wir noch Lenny aus und dann sind wir auch schon fertig. Aber keine Sorge, ich zeige euch auch noch das Level direkt im Anschluss, wo er drauf geht. Ja, für meine Verhältnisse doch ein ziemlich gutes Score. Wie sieht's aus, Doc? Ein Glücksgriff? Genau das ist sie, Sir. Sie ist außergewöhnlich. Wir haben sie getestet. Ihre Zellen wurden modifiziert durch ein Isotop an ihrer Halskette. Es scheint sie zu verjüngen. Mit dem richtigen Training wäre sie stärker und schneller als jedermann. Aber ohne die Kette wird sie schwächer. Sie ist mehr als perfekt. Das ist bestimmt der Grund, warum die Agency scharf auf sie ist. Jackpot! Ha, ha! Lenny. Lenny wurde entführt. Was? Welcher Wichser will mich denn hier verarschen? Oder willst du mich verarschen? Gott verdammt! Ruf Jake an und sag ihm, wir wollen das Lösegeld. Und sag dem Sheriff, ich will meinen Jungen zurück. Diesem scheiß Perversling zahle ich auch noch Geld. Oh, Mrs. Cooper. Sheriffs Büro? Wie kann ich helfen? Ist für Sie. Skurky hier, was? Lila, hi. Was? Nein! Ja, Gott verdammt! Ist gut, ich komme. Bin gleich da. Ich komme, so sah es auch schwer nach aus. Wo ist Victoria? Der tötet mich, wenn ich verrate. Und ich töte dich, wenn du schweigst. Oh, bitte! Wir wollten sie doch wieder freilassen. Wir wollten doch nur ein bisschen Kohle, Mann. Zum letzten Mal. Wo ist Victoria? Nicht aufhören. Dad hat gesagt, lass sie mein Sanchez! Und wo kann ich den finden? In der Fabrik, am Stadtrand. Fragen Sie mich einfach durch. Er kämpfte immer nachts, okay? Gut. Du kannst aufhören, das hilft mir weiter. Darf ich aus dem Loch raus? Gehen Sie los. Bitte!
Bitte! Das mit der Nonne war ein Unfall, okay? Ehrlich! Fahren Sie einfach weg! Es gibt keinen Grund! Oh, ich hab Ihnen gegeben, was Sie wollten! Ich wusste, sie bringt's nicht. Spielen den harten Mann. Aber wenn's drauf ankommt, sind sie... Tja. Ich hätte ihn gern ein bisschen mehr gequält, aber... Ja gut, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich werde, denke ich, jetzt noch einen Teil direkt im Anschluss aufnehmen und dann morgen beide hochladen. Ja. Dann danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.